So, aber ich würde sagen, wir machen instant weiter. Mir wurde geschrieben, Mikoga hat wohl nochmal Neues. Und die waren auch freaking stark. Oh, what? Es gibt nochmal ein Among Us Best-of. Uff. Instant reingucken. Da habe ich ja mal Todesbock drauf. Freunde, Hübi, Sephiron und David sabotieren die Nintendo-Crew von Mikoga. Ey, da habe ich ja mal richtig Bock drauf. Der nachfolgende Spielfilm ist für Zuschauer unter 16 Jahren geeignet. Und hiermit, liebe Freunde. Moin, Freunde. Willkommen bei einer weiteren Session Among Us. Oh boy. Ich bin mit Nerdy. Erste Runde Imposter mit Nerdy. Erstmal Nerdy umbringen. Ich habe in letzter Zeit öfter mal mit Kollegen gespielt. Und da wurde öfter mal der Tipp genannt, yo, David, such dir am Anfang erstmal andere Leute raus. Weil wenn ich alleine rumlaufe und meine Tasks halt so mache, mich einer killt, ne? Ich bin halt weg. Wenn mich jemand killt, dann bin ich weg, Freunde. Lenny, ist der Pro. Schnell. Okay. David, was ist mit dir? Du bist mir entgegengekommen aus der Richtung, hast da so ein bisschen verzweifelt rumgetänzelt. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Ja, ist richtig. Ich wollte irgendwen suchen, der mich saven kann. Aber ich bin dann oben nach Rappens gelaufen. Rappens. Wenn man schon extra jemanden sucht, der einen saven kann. Es ist mal so ein Video von so einem Türsteher viral gegangen. Der hat die Psychologie erzählt, dass der Schuldige sich immer Alibis sucht, weil der Unschuldige kein Bedürfnis für ein Alibi hat. Da kommen schon wieder meine Mindplays, die komplett ins Nichts schießen. Also, Hübi, bist du ein Flughörnchen? Nein. So, ich downloade jetzt einfach meine Pyrno-Sammlung hier oben in Rappens mit R. Es macht mich schon wieder aggressiv. Oh, er ist ultra tilted. Lol, what? Lag? Alter, yo, jetzt eskaliert der Chat komplett. Bleibt entspannt, Leute. Junge, Junge. Alter, der Chat jetzt so, Bruder, es hat gelaggt. Digga, hast du mitbekommen, dass es gelaggt hat? Ja, Mann, es laggt. Bruder, laggt's bei dir auch? Ich hab's verstanden, Freunde. Es laggt. Ha, ich hab's gefixt. Ich bin Elektriker-LP. Und jetzt nehmen wir unsere Pyrno-Sammlung und werden die erstmal uploaden. Denn im Weltall, Freunde, kann man sich als Astronaut mal sehr einsam fühlen. Das sind menschliche Bedürfnisse. Oh Mann, natürlich habe ich hier eine Leiche, Digga. Ich muss sagen, du bist wieder sus geworden. Sefi freut sich voll. Wenn ich Imposter bin. Ja, Mann, ich bin jetzt todeskuckt. Alter, was hat Sefi für eine Trollfresse drauf? Richtig evil. Diese Hurensöhne. Diese Huren. Zwei haben für mich gewotet, Freunde. Ich bin so eine gute Nudel. Ich möchte niemanden umbringen. Ich bin eine gute Nudel. Also ohne Witz. Also David Sus steht auf meinem Notizzettel. Digga, Hübi und Firebro gucken die ganze Zeit hierher. Und die Scheißleiste geht einfach nicht hoch, Digga. Ich muss auf inkompetent tun, dass ich es nicht schaffe. Danke für die ganzen Subs und für den ganzen Support, Guys. Kuss geht auf jeden Fall raus. Vielen Dank. Ich muss warten, bis die Scheiße da hochgeht. Sonst kann ich nicht weg von hier. Ich raff's nicht. Ich raff diese Aufgabe nicht. Wenn ich jetzt Ansgar kill, weiß jeder, dass ich's war. Digga, kann sich dieser beschissene Balken mal bewegen, Alter? Ach, da war, wir hatten doch, glaube ich, sogar die... Ja, genau, wir hatten doch die Einstellung drin, dass sich die Taskbar nicht bewegt. Wie schlecht sind denn bitte die Crewmitglieder? Ach, die Leiste geht nur noch am Ende der Runde hoch. David, du bist so fucking... David ist es, ohne Witz. Der Balken ist nicht hochgegangen. Wie niemand von uns das wusste mit dem Balken. Jeder hatte es nicht auf dem Schirm. Nee, ich hasse Electrical Room. Das ist so gefährlich, dieser Kack. Ja! Also mein Sus auf David ist so... Nein, David ist tot. Oh. Leute, sehe ich jetzt erst... Ich wollte gerade sagen, what the fuck, weil David stand nämlich am Reaktor... Bruder, es tut so weh! Es tut so weh! Es tut so weh, wenn man die anderen Sichten hat, sich selber beim Scheitern zuzugucken. Das tut echt weh. Ich habe gute Laune gefunden, und zwar bei diesem Benzin... Gedöns. Als ob er einfach einen Self-Report gemacht hat. Und er wird dafür nicht beschimpft. Ich finde Tobi von seiner Kommunikation her wieder so ein bisschen zu selbstsicher. Von seiner Kommunikation her ist er mir ein bisschen zu selbstsicher. Ich glaube, Firebro war's, weil ansonsten die Runde jetzt schon aus wäre. Oh, was? Ich habe in dieser ersten Runde auf allen Ebenen verschissen. Genau, es gab die Imposter-Runde, wo ich alle alleine umgebracht habe. So leid. Bock auf Töten. Oh, ich habe die Brille aufgezogen. Und ich bin Imposter-Elb. Oh, das ist die Runde. Das ist sie. Freunde, jetzt wird's wild. Alter, das wird jetzt eine sau legendäre
Runde. Ja, Mann, David, du hast nämlich richtig viel gemacht. Ich bin wirklich ungern Imposter. Ich liebe dieses Rätseln, wer es ist und Leute anzuhören und Sachen zu kombinieren. Wenn du Crewmate bist, ist es so stressfreies Zocken und so ein bisschen analysieren. Und als Imposter ist jede Sekunde einfach hoch anstrengend. Du musst dann auf viel ich mehr mache achten. Viele, viele Gedanken, bin wieder unterwegs. Mosche! Tschüss, Uso. Dann wenden wir. Ihr seht auch, wie konzentriert ich bin. Wenn ich Imposter bin, bin ich gar nicht so aufgedreht und gucke es dann. Ich rede so ganz langsam, monoton, weil ich die ganze Zeit am Denken und Aufpassen bin. Ich werde nicht Tim töten, egal was passiert. Ja, Tim, hättest du dich mal. Ich hab schon drei umgebracht. Hier unten sieht man ihn nicht. Tschüss! Raus, easy. Nächster Tod. An der Shield-Task liegt auf einmal ein Sephiron-Mensch. Warum finde ich spannend, eine Runde zuzugucken, wo ich schon weiß, wie sie ausgeht? Das ist voll verrückt. Ich weiß ja, wie es endet. Trotzdem hänge ich gerade voll gebannt dran und höre zu und denke mir so, oh fuck, was passiert als nächstes? Gruß an den Chat und ach, haut mal eine Eins rein. Das hatten wir schon länger nicht mehr XD. Freunde, ich gehe kurz auf die Toilette. Es geht sofort wieder weiter, wenn der Chat sich dann wieder beruhigt hat. So, Freunde, jetzt ist die Frage, schreibt ihr Hübi stinkt oder schreibt ihr Eins in den Chat? Jetzt sind eure Brains überlastet. Ich habe euch einfach durchgespielt, Freunde. Weiter geht's! Lenny witzelt mir gerade zu viel dafür rum, dass wir noch zu sechs sind, bösen Zeitdruck haben und noch zwei Imposter unter uns sind. Das ist mir nur aufgefallen, also bitte nicht zu viel reinterpretieren, aber... Tod-Roulette, we are number one. Hab heute 90 Minuten Ringfit gespielt. Feuerschock haut einfach Ringfit raus! Da treiben wir ja meine Todgehirnzellen durch! Baba! Tut mir leid, es war Jump Up Superstar! Aber du hast dir we are number one gewünscht, Baba! Du hast geskippt. Stachel David, ihr habt Lenny, oder? Ich habe mich jetzt auch erstmal für Lenny entschieden. David noch so als Imposter, so ganz unschuldig. Ich hab mich jetzt auch für Lenny entschieden. Also ich vertraue meinem Detektivzettel. Ich muss. Also wir müssen. Ja, dann bin ich jetzt raus, oder was? Die Leute müssen bis zum Ende der Runde denken, dass du auf ihrer Seite bist. Und dann steht einfach der Rin, Titel dran. Und die Leute denken sich so, fuck, Alter, wer war's? Und dann sehen sie einfach deinen, Face und denken sich so, hä, der hat doch gerade noch mit uns argumentiert. Dann tut's richtig weh. Er hat sogar einen Kill gemacht. David hat sogar einen Kill gemacht. Unfassbar. Ey, was geht? Ja. Wir fahren mit Kolon durch meine Gegend. Zu Rild. Alter, das ist richtig krass. Ich habe 4 Kills gemacht und immer nur... Ja, also ich David ist das. David hat keinen einzigen Kill gemacht. Ich habe diesmal den Gnadenstoß gemacht. In diesem Sinne, gute Nacht. Ah, der mega gut. Haut rein. Kuss. Schön, dass ihr da wart. Alter, mega strong, Mann. Ey, Mikoga macht echt unterhaltsame Videos. Das sind einfach Videos, die man sich einfach richtig entspannt angucken kann. Wir müssen die Videos supporten, die einfach geil gemacht sind, die wir im Stream enjoyen, so. Weil theoretisch jetzt hier ja, keine Ahnung, wie viel wir sind, 1300 Leute oder so, sich das angucken. Unbedingt geil. Ich hau euch nochmal den Link in den Chat. So, und dann schauen wir uns auch das von Bocky an. Und dann gehen wir ins Reddit, Friends. Du hast denjenigen nicht abonniert. Alter, ihr seid straight outer 217, Leute. Come on.